Was geht ab, meine Aussie-Fighters hier, und euer Boy hat seinen Mundschutz nicht an wegen der aktuellen Situation, sondern aus Protest gegen Dokkan Global, weil sie Cooler aus dem Banner genommen haben und Strength Kyokin Blue reingetan haben. Ich kann schon verstehen, ich finde schon gut, dass Kyokin Blue da ist, aber man tut doch nicht Cooler für den raus. Die könnten Vegeta raus, die hätten ruhig Vegeta raus tun sollen. Dann wäre es schon ein gutes Banner, vor allem vor dem Jubiläum, so wo man die Stones der Spieler entziehen will. Mit dem Entziehen der Stones sind sie trotzdem am Start, Freunde. Wir haben nämlich hier Step 1 bis 3. Ich habe euch gefragt gehabt, ey, okay, sollte ich hier Sam oder nicht? Ich muss ehrlich zu euch sagen, unschwer zu erkennen. Ich bin direkt nach der Sitzung vom Das müsste tun Video hier am Start und werde die raushauen. Aber trotz dessen, wie gesagt, natürlich danke für euer Feedback. Danke, dass ihr mich wissen gelassen habt, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie euer Feedback war. Aber ihr wisst, was ich meine, okay? Es ist mir nicht egal so im Prinzip. Das will ich nicht damit sagen, sondern ich habe mir gesagt, ich denke mir so oder so, dass viele von euch das sehen wollen. Und ich gehe diesen Deal ein, sage ich mal, okay? Beerus hätte ich gern, Whis ebenso. Kalkuk glaube ich auch nicht, sage ich mal, hier auf Global. 100 Stones kann ich verkraften hier an der Stelle, bin ich ehrlich. Und dementsprechend sind wir hier, hauen Step 1 bis 3 raus. Danach machen wir das Dokkanlet von Beerus. Falls ihr gesamt habt im Step-Banner von Beerus, dann lasst mich definitiv wissen, was ihr gezogen habt. Falls ihr noch Sam werdet, wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück. Wie gesagt, wenn ihr einen guten Satz an Stones habt und mit guten Satz an Stones ins Jubiläum geht, weil das Jubiläum ist nach dieser Celebration, dann kann man hier diese 100 Stones schon ausgeben, weil man aktuell auch aus der Celebration auch gut was farmen kann mit Battlefield Storyband, kommendem Extreme Sea Battle und so weiter und so fort. Lange Rede, kurz Sinn, Freunde. Step 1 werden wir gleich 15 Stones raushauen. Wir bekommen 5 Charaktere GSSR. Step 2 30 Stones, 7 Charaktere GSSR. Step 3 45 Stones, 10 Charaktere und ein garantierter Featured Charakter. Lasst mich jetzt schon mal gerne wissen, ohne zu spekulieren. Wer glaubt ihr, wird unser Featured Charakter sein? Ich call es jetzt und sage Grüße an mein Boy Ichigo, Namek Goku. Ich ziehe Namek Goku, let's go, Freunde. Step 1 hier, wie gesagt, Coins bekommt natürlich auch fürs Summon. Wenn ihr 5 Stones ausgibt in den Banner, dann sind das eben pro 5 Stones ein Coin, ein Red Coin, sage ich mal, in einem Dokkan-Fest-Banner. Okay, wir bekommen hier 5 Charaktere. Ja, komm mal an, guck mal, was hier abgeht. Oh mein Gott, Beerus. Ja, Beerus. Ich wollte keinen Stone in deinem Banner verschwenden, dann kommst du hier mit Steps, okay? Ja, gesagt, ja, aber ganz ehrlich, im Prinzip, ich habe ja gemeint gehabt, wenn ein Pilaf-Strove-Pack kommt, Pilaf-Strove-Ticket, dann werde ich mir das wahrscheinlich kaufen und den Multi so raushauen. Dann müsste ich im Prinzip was zahlen. Also Real-Life-Money, so ist nicht. Dadurch, dass ich jetzt hier quasi Steps habe, ist das, habe ich mir Real Life Money gespart, sage ich mir an der Stelle, und kann halt die Stones raushauen, die ich mir angespart habe. Aber vorne ins Jubiläum, da will ich mit mindestens 1000 Stones rein. Deswegen, wir haben eine Animation, jetzt passt auf. Zeno! Ah, the dreams. Okay, Featured Charakter haben wir am Start. Huh, wir ziehen hier 7 Charaktere, Freunde. Double Screen Crack? Ja, wir haben einen Dokkan-exklusiven Charakter. Let's go. Puh, welcher wird es sein? Ich habe Kyokin Blue und Beerus. Also Beerus hat neu rausgekommen, logisch. Kyokin Blue, gegen den hätte ich auch nichts, weil ich Uisain Goku jetzt habe auf Global. Und das Team wollte ja quasi spielen, aber ich habe ihn ja nicht. Wird sich das eventuell hier ändern? Oh nein! Da sieht man schon ein Beerus und dann ist der falsche. Oh mein Gott. Aber, oh mein Gott. Den habe ich total außer Augen verloren. Jetzt Step 3. Okay, wenn ihr Step 1, 2, 3 gemacht habt, dann wird es zum normalen Banner, Freunde. Jeder Multi kostet 50 Stones. Wir bekommen jetzt aber ein Featured Charakter, Freunde. Hashtag One Last Multi, please. Bitte, bitte, gib mir nicht ihn. Ihn auch nicht, bitte nicht, nein. Ihn auch nicht, nein, bitte, nein. Genau, mit Goku könnte ich annehmen, her damit. Bitte, ja. Ja. Ja! Wollen wir. Beerus wollen wir auf jeden Fall, Freunde. Lasst uns kommen. Group Sum. In egal welches Spiel eure Wahl. Mach jetzt mit. Ich sende euch meine Energie. Kommt alle, Leute. So, ja, okay. Wir haben einen Featured Charakter. Aber das ist ein Indiz darauf, dass ich einen Dokkan Extreme Charakter bekomme. Das heißt, Whis ist schon mal raus. 3, 2,
Was? Ich habe da wieder auf eine Senna-Animation gehofft, muss ehrlich sagen. Okay, Freunde, so. Der letzte Charakter ist garantiert ein Featured-Charakter. Wenn wir darüber hinaus was ziehen, wäre ich auf jeden Fall dabei. So ist nicht. Aber wir haben hier zumindest mal... Oh, ich dachte gerade, hey. Ich hatte gerade wieder den Eusebius vor Augen. Bin mal gespannt. Let's go. Dann machen wir noch sein Dokument. Gucken uns an. Aber wir bekommen noch einen im GSSR-Slot. Oh Mann, das hätte ein... Oh Gott, das hätte so ein besserer Charakter sein können. Komm schon, Game, bitte. Nein. No, nein, bitte nicht. Wie viel der Charakter ist das? Ich habe Angst. Ja, Leute, so viel zu den Bio-Stumps. Lass uns den Ball einfach zur Seite hauen. Oh mein Gott, mein Protest hat einfach auch legit nichts. Oh mein. Yeah. Schade. Wir haben 3 Featured Charaktere gezogen. Verdammt! Hätte nicht eine Chefkarte und geblute Virus sein können. Oh my yeah, man has dreams. Aber nicht schlimm, Freunde. Ja, so funktioniert das dann mit den Steps, damit ihr das auf jeden Fall mal gesehen habt. Und wir sind jetzt im Virus sein Dokument und den Boy werde ich sowas von zur Seite hauen. Der wird. Junge Virus, pass mal nur auf. Ich bin Ram of Gods, die da Freunde, Ui sagen. Okay, schade, echt! Wäre echt geil gewesen, hätte ich entweder den Virus gezogen oder Strength Blue, damit ich hier einen geilen 170% Leader habe ich schon in meinen Teams auf, glaube ich, so ist nicht, aber 170% Ram of Gods hätte ich gern gehabt, so ist nicht, oder hier Kaioken Blue Leader Skill, weil sein Team auch echt nice ist, Mann. Aber gut, hätte nicht sein sollen, kommt auch vor, nicht schlimm. Dokument vom Virus, erstmal hier den Boy zur Seite hauen. Die erste Phase sollte man schon aufpassen, so ist nicht. Dieser Whis ist ein bisschen sneaky unterwegs. Hat zum Beispiel Evo hier gesealt. aber. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, gerne ein Like lassen, falls ihr neu da seid und das Ganze unterstützen mit auch gerne ein Abo lassen. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ich weiß gerade aber echt nicht, ob ich das schon mal im Video gesagt habe oder nicht. Falls ja, dann sorry, dass ich es doppelt gesagt habe. Falls nicht, kommt alle kuscheln. Und, oh, wow, LOE San Goku, jetzt klatsche mal bitte zur Seite dafür. Ah, aber die Sache ist auch zum Beispiel, wenn ihr für Virus gesummt habt, Virus ist brutal, alles schön und gut, aber Virus braucht schon Whis. Deswegen hat es eigentlich keine Eile mit Virus, wenn ich ehrlich sein darf. Vor allem nicht vor dem Jubiläum. Aber die ersten 3 Steps waren schmackhaft, die haben wir angenommen, das reicht auch. Und jetzt wird wieder weitergespart, Freunde. Ich will die 1000 Stones sehen vor dem Jubiläum. Mindestens 1000 Stones will ich rein, ich will nämlich auf jeden Fall... In dem Stream Summon, die ersten 2 Durchläufe bei Goita und Vegito. Dann werden wahrscheinlich noch weitere Summon-Videos folgen. Aber danach will ich auch viele Stones haben für Part 2 des Jubiläums mit Rosé und Broly, weil ich Elle Rosé nicht habe. Und Elle Rosé hätte ich gerne tatsächlich eher auf Global statt auf JP. Warum? Weil Global, das Ise vom Physisch Goku Black, ist auf Global besser. Nicht nur, dass er bessere Sets hat, sondern auch Extreme Class Key plus 3 gibt. Also mit dem Boy LR Rosé besser funktioniert. Deswegen bin ich drauf. Ey, ich habe so Lust aufs Jubiläum, Mann. Das wird so geil. Definitiv. Jubiläum. Global bekommt auch bestimmt Tickets, vergünstige Durchläufe und so fort. Also, da sind wir auf jeden Fall dabei, Freunde. Puh, Virus. Jetzt pass mal auf, mein Freund. Ob du jetzt hier dabei bist, weiß ich nicht. Aber ich habe hier Ui San Goku. Der will dir auf jeden Fall mal auf die Schnuppe hauen. Ja, komm. Mal langsam, mein Freund. Zeig dir, wer hier Ultra Instinct hat. Komm ran. Der Friends war auf 100%, weil mich alles täuscht. Also. Der will's heute wissen. 100% kein Crit, keine Edition, gar nichts. Zero. Zero. Nichts. Ich liebe es. Wozu haben gerade ihre Dupes? Der ist auf 100%. Guck mal, der zeigt die Action. Der zeigt dir, was abgeht. Ja, das ist schon super, denke ich hier. Und ein Crit. Das will ich sehen. Ah, guck mal, pass mal auf. Virus schon tanky, so ist nicht. Ah, ich habe jetzt gar nicht darauf aufgepasst, ob ich einen Charakter genommen habe, der mehr Schaden gegen ihn macht. Ich glaube aber nicht. Aber ist nicht schlimm. Wir sollten das trotzdem mit dem Team auf jeden Fall schaffen. Gönn dir das in dein Gesicht, Junge. Level 5, guck mal. Meiner hat kein Dupe, kommt mit Level 5 Crit und der auf 100% nichts, gar nichts. Er hat auch eine Wutleiste, Freunde. Wenn diese sich füllt, eskaliert der Boy komplett. Deswegen passt auch darauf auf. Ja, aber an sich
Schon machbar, das Event. Beziehungsweise, guck mal, was tut der jetzt hier gegen Evo? Typenvorteil habe ich. Ja. Mann, stell dich hinten an! Stell dich hinten an hier, ich bin der wahre Prodigy mit dem Linkskill. Komm ran. Hier, yeah, fließen die Crits. Noch einer, komm ran hier, Evolution wieder. Ein Charakter, der wirklich sehr gut verehrt ist, Mann. Richtig guter Charakter. Jetzt Iselvich, du Blue, komm ran. Ah ja, bin mal gespannt, was du jetzt hier zeigst. 100%, nice Crit. Nicht super Deck trotzdem. Okay, alles gut, alles schön, nice. Oh ja, ja, nice Crit, nice. Oh, okay, aber super Deck, so ist die Passive. Drop. Oh, okay, Ja, ja, jetzt, krass. Huh, der hat sich aufgebaut. Okay, okay, verstehe, verstehe. jetzt rastet der aus. Oh mein, yeah. Virus, Virus, Virus. Komm du nur ran, jetzt komm mal ran. Komm mal, komm. Komm, 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 ich lasse zuerst Toppo angreifen. Und dann kam Ui sein Goku hinterher. Durch den Spot von Toppo noch leider keine 24 Key, nicht schlimm. Ich bin mal drauf gespannt, was der jetzt hier reintritt. Komm ran jetzt! Toppede! Bam. Toppo auch guter Ram of Gods Supporter. Bisher gibt er jedem seinen Boost, aber ich habe eben Ram of Gods Team. Mal je nach Event muss man halt aufpassen. Bekommt er viel Schaden, so ist nicht. 3,2, Junge, in dein Gesicht, Virus, sag mal. Komm ran. Kurz sliden. Batz. Yeah, so finisht man das tatsächlich. Also ja, Freunde, so viel zu den Stammens. Ich wollte gerade Summons. Ich hatte Summons und Steps in meinem Kopf. Und dann kam Stammens raus. Ja, ihr wisst Bescheid. So viel zu den Summons Step 1 bis 3. Ich bedanke mich fürs Zusehen. So viel zu einem Dokument. Lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, was ihr gezogen habt, falls ihr reingegangen seid. Ich würde sagen, wie gesagt, falls der ein oder andere sich fragt, soll ich reingehen oder nicht. Step 1 bis 3 kann man mitnehmen, die 100 Stones. Danach aber weiter sparen fürs Jubiläum. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time.